könnte mir vorstellen, dass es dann auch da vielleicht mal eine brenzlige Situation gibt. Also die Aktion, ich glaube, das war ein Online-Motorsportauto, was er da eben umgedreht hat. Nach wie vor vorne sieht es gut aus. Thomas Pache und Andreas Borde, die beiden. Ups, habe ich da jetzt gerade. Ja, da muss er sich nicht wundern, dass er da einen Hieb kriegt. Würde ich auch machen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde. Das ging noch in Ordnung eben. Mirko Wenzel jetzt zurück auf 6 und König auf 5. Das ist hier ziemlich spannend, was König hier macht. Und er kann sich hier nicht durchsetzen. Er kann sich hier nicht durchsetzen gegen Engelhardt. Das finde ich auch ziemlich cool, was der Junge hier macht. Weil man darf nicht vergessen, er fightet hier gegen die Meisterschaftsführenden. Aber er fightet natürlich auch um seine Position. Und von daher ist das völlig legitim. Hier wollten wir hin, genau. Ja, und wieder geht Engelhardt durch, aber jetzt König eventuell auf der besseren Linie. Obwohl Engelhardt jetzt wieder innen ist. Ja, und hier vor der Schikane hat er ihn wieder. Und hier ist kein Durchkommen. Wir sehen es. Dreht er auch das Auto ein bisschen an. Ja, warum gibt der hier im Lichtlupe hier? Hallo, geht's noch, Junge? Also, ich mag dich ja echt leiden, aber der fährt hier sein Rennen. Was gibst du dem Lichtlupe? Unglaublich. Ja, und auch das wird wohl wieder nichts werden, genau. Jo. Genauso sieht's aus. Also Engelhardt auch hier wieder auf der besseren Linie, hier vor der Schikane. Also das ist ein Hammer geiler Fight. Und wir... Jupp. Und da muss er vom Gas und wird eventuell sogar noch von Wenzel geschnupft. Also Sascha Engelhardt, muss ich sagen, ist hier auf alle Fälle in diesem Rennen bisher Mann des Tages. Nicht, weil er sich so erfolgreich gegen König wehrt, sondern weil er einfach wirklich ordentlich, also das richtig gut macht. Also nicht einfach irgendwie brachial jetzt versucht, seine Linie zu halten oder ihm da in die Karre fährt, sondern wirklich sauber und überlegt seine Linie fährt. Also das ist, sein Rennen fährt. Also ganz großartig, gefällt mir extrem gut. Komani nach wie vor auf 2, Karnitz auf 3 und hier sehen wir den Fight um den 4. Platz, nämlich zwischen Andrzej König und Sascha Engelhardt. Weil es ist ein Wildcard-Fahrer, ich weiß gar nicht, was König da für ein Theater macht, aber weil die Position gilt ja nicht für ihn. So, jetzt könnte es aber passen für König. So, wenn
jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch, jetzt ist es passiert und das war auch sauber, da gab es überhaupt nichts. Ja. Ah, er liegt, lässt hier aber wirklich ganz schön Gummi liegen, definitiv. Stefan Kahn ist auf 3, wollen wir mal hoffen, dass er genug Sprit mitgenommen hat. Man ist ja teuer auch, der Sprit momentan. Mal ganz nach vorne, Jörg Komani auf der 2, auf der 1, ziemlich alleine unterwegs, Alex Rambo, das wird sich aber in Kürze ändern, weil er wird dann irgendwann anfangen zu überrunden. So, und jetzt gucken wir mal, du Achim Krause, der ist nämlich vorbei an Mirko Wenzel, das ist schon gerade passiert, gerade, das haben wir nicht mitbekommen, Mirko Wenzel jetzt 7., auf der 8. Position Andreas Oehrlich, auf der 9. Jörg Langen, auf der 10 Thomas Pache, der Teamkollege von Jörg Lang, also die beiden mal wieder ein bisschen vereint hier. Sonst klaffte da ja eine ziemliche Lücke. Andreas Border auf der 11, also für ihn hoffentlich ein bisschen versöhnliches Ergebnis jetzt hier, also zumindest im Moment. Halt, da wollten wir eigentlich nicht hin, hier wollten wir hin. So, und jetzt haben wir hier Border gegen Pache. Hans-Peter Meid hat gerade Platz gegen Daniel Lange-Jägermann verloren. Und Dirk Sassmannshausen kämpft sich auch so langsam nach vorne. Von ganz hinten jetzt auf die 18. Und hier gibt es den Angriff von Pache. Und das sieht auch... den Angriff von Pache. Die Verteidigung. So rum. Boah, der versucht es halt hier. So, Tom Krüger hat sich gegen Fred Wohnke gerade durchgesetzt auf Position 14 und 15. So, ihr seht dieses Gewackel hier. Upsala! Und da war es dann doch so, dass er hier etwas mit der Hinterachse reingerutscht ist, also etwas übersteuern gekriegt hat beim Beschleunigen. Ja, dann ist natürlich vorbei, dann ist erstmal der Platz weg. Und dann ist natürlich jetzt auch Daniel Lange-Jägermann dran an Andreas Borde. So, jetzt ist die Frage, ist der da besser rausgekommen? Kann er da was draus machen? Hat er vielleicht sogar insgesamt mehr Topspeed? Borde wehrt sich. Und Lange-Jägermann bleibt auch dahinter. Geht hier auch ganz eng, aber das nutzt nichts. Da ist er erstmal weg. So, wir gucken aber nochmal auf die 11. Auf die 11, auf die 4. Sascha Engelhardt lässt sich hier nicht wirklich abhängen. Oh. 5 und 4. So, ich habe Besuch, höre ich gerade. Da hat einer dezent geräuspert. Hallo Felix. Oh, du bist aber sowas von leise. Dich höre ich überhaupt gar nicht. Jetzt besser? So, jetzt wird es hoffentlich besser. Felix, erzähl, was ist los bei dir? Was passiert? Naja, wenn man so in der Menge fährt, ist es immer schwer, einen Bremspunkt zu finden aus dem Windschatten und alles. Und ja, ist mir hinten rumgefahren. Platten gehabt, hat sich nicht gelohnt weiterzufahren. Also, ja, okay. Ich war auch schon total kaputt. Ja. Aber du wärst eventuell nochmal in die Box gekommen, also rein technisch wäre es wirklich gewesen. Ja, aber auch so, ich habe geguckt, der Zettel war schon ziemlich alles kaputt gewesen, also. Ja, okay. Ja, was sagst du denn zu deinen Teamkollegen? Also, das ist echt krank, weil die da abziehen, Luftfahren, ja. Das ist normal. Ja, also das würde ich mal so sehen, obwohl ja nun jetzt der Angie wieder ein paar Probleme hat.
hat einen schön abgeräumt und hat jetzt auch mit dem Sascha Engelhardt ziemlich zu kämpfen gehabt, dass er da vorbeikam. Das ging rundenlang. Und ja, aber jetzt ist er durch und auch so ein bisschen auf dem Weg Richtung, so Komani hat hier, aber ist er jetzt schon durch oder ist er schon durch? Jetzt muss ich erst mal gucken hier, jetzt ist nämlich mein Timing weg. Angie König ist durch, ja, ist auf Platz 3, genau, ist vorbei an Komani. So, und Karnitz auf Position 2 ist dann wohl der Nächste. Jetzt gucken wir mal, wo ist er denn hier, der Herr König? Wie viel Rückstand ist denn da? Da ist nicht so sehr viel Rückstand. Gucken wir mal, was da geht. Glaubst du, dass Angie das schafft, an Alex ranzufahren? Ja, es wird schwierig. 10 Sekunden? Ja, der letzte Woche in der C gesehen. Also wenn er hinten mitfährt, dann ist es halt besser, leicht nach wird und ja, sieht man 10 Fehler. Also es wird echt schwierig geworden. Ja. Gerade auf der Strecke bei den Reifentemperaturen und alles. Ja. Gut, mein lieber Felix, dann vielen Dank, dass du hier mal reingeschaut hast. Ja, ich denke mal, wir sehen uns dann in 3 Wochen. Gut, alles klar. Okay. Ja, bis dann, dann ciao. Tschüss. So, wie gesagt, das war Felix Appelt vom Team Row Competition, First Row Competition, sorry. Ja, und der dritte Fahrer vom führenden Team hier, vom tonbestimmenden Team, angebenden Team. Jetzt habe ich es. Und ja, haben wir ja gehört. Also auch er sagt, es ist Wahnsinn, was die beiden abziehen. Aber jetzt müssen wir mal schauen, wie sich Karnitz hier gegen König jetzt wehren wird. Also es wird ein hartes Stück Arbeit. Das waren jetzt hier schon Überrundungen. Das ist für beide gut gegangen, für Karnitz und für König. Die K&K-Monarchie auf der Strecke hier auf dem Norrisring. Ja, gut, also momentan ist da noch nicht allzu viel zu erwarten. So, jetzt gucken wir mal, Daniel Lange-Hegemann hat gerade wieder 2 Plätze verloren, da muss irgendwas passiert sein, 57 Sekunden die letzte Runde. Also ich denke mal, da hat er irgendwie geloost. Aber auf Platz 8 könnte es spannend sein, ist es auch, nämlich Andreas Oehrlich gegen Mirko Wenzel. Sassmannshaus ist ausgefallen und Felix Appelt, also 2 Ausfälle bisher. Ich denke mal, dass wir mit den 4 Ausfällen von 24 Fahrern im ersten Rennen auch recht gut bedient waren, auch wenn die 4, die da ausgefallen sind, das eventuell anders sehen. So, jetzt gibt es hier eventuell den Angriff. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus, der kriegt hier richtig Schwung. Muss er, geht er nach außen. Mirko Wenzel bleibt innen. Jetzt ist die Frage, jetzt muss er hier den weiten Weg gehen. Kann allerdings jetzt früher beschleunigen und jetzt, aber nee, Wenzel bleibt vorne. Er macht auch Licht an, dass er jetzt rüber geht. Oh, nee, das war nicht, dass er rüber geht, sondern das war die Überrundung, den er da gewarnt hat. Andreas Oehrlich hier reitet Attacke.
das sind hier, diese Kurve ist wirklich sowas von fehlerträchtig. Falscher Bremspunkt, falscher Einlenkpunkt, eins von beiden oder gar beides, und man verliert hier richtig, richtig Zeit. Aber meistens macht's der, wenn einer so dicht hinterher fährt, macht das nach. Geht gar nicht anders. Weil der sieht ja gar nichts anderes. Der sieht ja nur das Heck von dem Auto. Der sieht ja weder seinen Bremspunkt noch irgendwas. So, jetzt aber hier die gleiche Aktion, die wir vorhin gesehen haben bei Rambo. Ganz innen reingestochen hier in der Kehre zur Start und Ziel. Und jetzt sind sie beide nebeneinander. Aber wirklich sowas von nebeneinander, dass einem ja schon fast schlecht wird. So, aber Oehrlich bremst einen Ticken eher und geht hier. Oh! Ja, und da muss Wenzel auch. Da ist gelbe Flagge und theoretisch hätte Oehrlich auch zurückstecken müssen, aber das machen wir natürlich hier. Das ist gar nicht zu machen, weil die auf so einer Strecke, wir wissen gar nicht genau, wann die gelbe Flagge überhaupt kommt, in dem Moment noch zu reagieren. Die kommt relativ spät, also das ist fast unmöglich. Vor allem, wenn der Auslöser der gelben Flagge sich gerade eben in dem Moment dreht, ist auch noch eine kleine Verzögerung, bis dann die gelbe Flagge angezeigt wird. Also das kann man den Jungs hier nicht aufschreiben. Aber Wenzel macht jetzt hier das Gleiche. Geht hier auch ganz eng durch und ist ziemlich dicht dran. Aber das wird nicht reichen. Für die Start- und Ziel reicht das auf gar keinen Fall. Also Mirko Wenzel jetzt auf Position 8. Weil er war ja zwischenzeitlich schon Vierter. So, König ist immer noch hinter Karnitz. Wir gehen da mal hin. Und er ist auch noch nicht wirklich in Schlagdistanz. Also Karnitz hält ihn hier tatsächlich mehr oder weniger. Na, auf Distanz ist was anderes. Moment mal. Das ist doch gar nicht Karnitz. Doch, das ist Karnitz. Und da sind 4 Sekunden dazwischen. Also hat König da wieder irgendetwas gemacht, was ihn so weit nach hinten treibt. Wir schauen mal. Nö, ist eigentlich nicht zu sehen. Er hat nur etliche 15 Zeiten gefahren, wie jetzt eben auch. Und Karnitz ist in der letzten Runde Bestzeit, persönliche Bestzeit gefahren. 49,523, also bleibt abzuwarten. So, Yves Mlekos gerade 2 Plätze zurückgefallen. Also hier vorne ist jetzt erstmal in den letzten 10 Runden noch nichts zu sehen, oder für die letzten 10 Runden, dass hier König da nochmal, also er würde jetzt hier wieder 4 Punkte verlieren. Also hält den Meisterschaftsstand im Prinzip ganz, ganz spannend offen. So, Stefan Kahn ist hier auf der 2. So, dann gucken wir mal auf 12. Da ist nämlich auch richtig was los. Andreas Borde mit Daniel Lange-Jägermann. Richtig heftig unterwegs. Ich glaube, die haben sich auch schon eine Weile lieb. Andreas Borde hier im Wildcard-Auto. Jups. Ich glaube, er ist jetzt durch. Und da wird einmal die Mauer geknutscht. Jetzt ist wieder die Situation, die wir vorhin gesehen haben. Das lohnt sich hier, ganz innen durchzugehen. Und die beiden nebeneinander. Allerdings jetzt Borde immer noch etwas im Vorteil. Lange-Jägermann scheinbar nicht den Topspeed. Ja, muss hier zurückstecken. Oh! Wen hat es hier erwischt? Hans-Peter Maid. Ich weiß es nicht genau, ob das jetzt, ob es auch vorhin ihn erwischt hat. Was ist eigentlich mit Matthias Enke? Der fährt auf 18, das ist das dritte Auto von Online Motorsport. Also zumindest beide Online Motorsport Autos noch in den Punkten. Hans-Peter Maid auf 11
und Mirko Wenzel auf 8. So, langsam muss ich mal meine Stimme ein bisschen ölen hier. So, König ist Zweiter. Was ist denn da wieder passiert? Ach Mensch, Kinnasch. Was ist den Karnitz wieder passiert? So, ich krieg gesagt 5 und 4. Wollen wir mal schauen. Jo, da ist es eng. So, das macht aber Komani hier ganz geschickt. Ganz geschickt. So, jetzt gehen sie hier zu zweit durch die Schikane. Das ist natürlich... Oh, was eine Kamera. Wie geil. Komani mit einem kleinen Vorteil. Engelhardt hält sich weitestgehend zurück. Also er ist unglaublich umsichtig. Das muss man mal ganz klar sagen. Das haben wir schon bei König gesehen. Bei dem Fight gegen Andrzej König, genau. So, Komani jetzt aber weiter vorne. Ich meine, für Komani ist es jetzt hier im Prinzip Banane, weil Engelhardt halt mit einem Wildcard, also für die Wildcard-Wertung fährt. Der fällt hier aus der Gesamtwertung raus. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, es geht ja hier auch ein bisschen um Spaß. Und den haben die beiden, definitiv. So, das müsste jetzt hier, das ist mit Sicherheit nicht Achim Krause, das ist Tom Krüger, der die jetzt hier durchlässt. Das ist eine Überrundung. So, Andreas Braun ist auch ausgefallen, sehe ich. Thomas Pache ebenfalls. So, jetzt haben wir doch ein paar mehr Ausfälle. Das könnte natürlich auch, ja, auch wieder 4 Ausfälle bisher. Wir haben noch 6 Runden. Also das geht ja hier richtig zur Sache mit den beiden. Matthias Enke fährt sich gerade auf die 17 vor. So, dass hier König nochmal an Rambo ranfährt, ist völlig unwahrscheinlich. Das sind noch gut 9 Sekunden und wir haben noch 5 Runden. Also das ist... ohne das, was passiert, nicht möglich. Rein fahrerisch nicht zu erreichen. Aber die beiden machen mir Spaß hier. Wir sind im Cockpit von Sascha Engelhardt. Der hier aber scheinbar deutlich später auf der Bremse steht. Ja, deutlich nicht, aber später. Und das Gewackel hier, das macht Freude. Da wird die Physik dieser Porsche 997 Modelljahr 2011 mal richtig auf die Probe gestellt. Wir haben jetzt nach diesem Rennen, wir haben jetzt noch 3 Runden, deswegen erzähle ich es jetzt noch schnell, noch wieder 2 Wochen Pause. In 14 Tagen dann am Montag ist dann wieder der Porsche Mobile One Supercup unterwegs auf dem Nürburgring. Und ja, und eine Woche später dann hier wieder der GSMF Cup, auch auf dem Nürburgring, aber auf der Kurzanbindung. So, machen wir mal ganz kurz hier Reihenfolge. Also, Rambo führt... vor Teamkollege König, auf der 3 Stefan Karnitz, auf der 4 Jörg Komani, auf der 5 Sascha Engelhardt, das haben wir hier die ganze Zeit gesehen, die beiden, Achim Krause auf der 6, auf der 7 Andreas Oehrlich, auf der 8 Mirko Wenzel, auf der 9 Jörg Langen, auf der 10 Daniel Lange-Hegermann, auf der 11
Hans-Peter Maid auf der 12, Andreas Borde auf der 13, Tom Krüger 14, Sascha Keimer auf der 15, Yves Mlekos auf der 16, Edgar Ostermann auf der 17, Matthias Enke 18, Fred Dunke 19, Micha Würz und ausgefallen holen wir euch nachher rein. Oh, was ist denn hier los? Also die beiden fallen immer noch, aber damit wir jetzt den Zieleinlauf des Führenden nicht wieder verpassen, gucken wir uns das jetzt hier mal noch an. Ja, Robert, vielen Dank für die Hilfe und für das Hiersein und das Administrieren. Dir auch einen schönen Abend. Er stupst mich hier gerade an. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, hier das zu unterbrechen. Robert Stratner. Ja, herzlichen Glückwunsch an Alex Rambo. Somit, die Meisterschaft bleibt offen. Platz 2 hier für Andrzej König. Platz 3 für Stefan Karnitz. Wenigstens hier nochmal mit einer Tankfüllung durchgekommen. Auf der 4 Jörg Hormani. Das wird auch reichen. Auf der 5 Sascha Engelhardt, der bestplatzierte Weltcupfahrer, auf der 6 Achim Krause. Ups, was macht er denn da? Auf der 7 Andreas Oehrlich, Mirko Wenzel, der zweitplatzierte Weltcupfahrer, auf der 9 dann Jörg Langen, auf der 10 Daniel Lange-Hegermann, auf der 11 Hans-Peter Maid, auf der 12 machen die denn hier? Ja, sehr geiles Bild. Dann schalte ich hier gar nicht mehr weiter durch, dann behalten wir das hier mal, das ist ja hier wirklich lustig. Auf der 12 Andreas Borde, 13 Tom Krüger, 14 Sascha Keimer, 15 Yves Mlekos, 16 Matthias Enke, 17 Edgar Ostermann, 18 Fred Dunke, Micha Würz auf der 19 und ausgefallen Andreas Braun auf 20, Thomas Pacher auf Position 21, Dirk Sassmannshausen 22. und 23. Felix Appel, den hatten wir ja vorhin im Interview. So, meine Damen und Herren. Das war der 5. Lauf, Rennen 9 und 10 zum GSMF Cup auf gt3-cup.net. Und ich sag mal, die Serie hat hier wirklich einen Status mittlerweile, den kann man als Kult bezeichnen. Das ist wirklich grandios, was hier an Action geboten wird. Und ich hoffe, dass Jens Purkott dann in 14 Tagen wieder so fit ist, dass er dann auch wieder dabei sein kann. Und wir dann hier den Porsche Mobile One Supercup vom Nürburgring zusammen moderieren können. Das ist immer ein bisschen schwierig alleine. Man kann die Augen nicht überall haben. Wenn man dann im Hintergrund noch rumfummeln muss, dann gibt es auch mal Pausen. Das ist zu zweit dann natürlich viel professioneller und besser. Ja, er schreibt auch schon. Also ich denke mal, was macht er denn hier? Kommt hier rückwärts in die Box, alles klar. Ja, wir gratulieren erstmal den Siegern und werden jetzt mal direkt schauen, dass wir hier sowas wie ein Siegerinterview in die Reihe kriegen. Und um das aber vorher machen zu können, müssen wir erstmal hier etwas uns suchen. Genau. So, das holen wir uns jetzt mal hier rein, das Bildchen. So ist fein, ne? So ist doch fein. Das hätten wir mal ein bisschen besser vorbereiten können, aber die Zeit war vorhin so irre knapp, dass wir das einfach nicht geschafft haben. Und da ein klein wenig improvisieren müssen jetzt. So, wir gehen in den Welcome Channel und ich hoffe mal, dass wir die Leute jetzt hier zusammenkriegen. Sprich dann auch zum Interview.
bekommen. Na, wo ist denn jetzt hier meine Zeitentabelle? Da haben wir sie. Da haben wir sie. So. Den ersten haben wir hier und da haben wir ja auch gleich den richtigen. Nee, jetzt sind sie auch alle da. Das ging ja mal fix. Wie kam das denn jetzt? Seit wann hört ihr denn auf mich? Das ist ja ganz was Neues, ganz neue Erfahrung. Herzlich willkommen zum Interview hier zum fünften Lauf des GSMF Cups auf gt3-cup.net. Und wir können das hier heute gleich so ein bisschen zusammenfassen, indem wir nämlich jetzt erstmal die Herren Rambo und König zu Wort kommen lassen, die ja in beiden Läufen irgendwie sich Platz 1 und 2 wie eigentlich wie immer. Fangen wir mal mit dem Alex an. Alex, Lauf 1, Platz 2 war mehr drin. Lauf 2, Platz 1, da war mit Sicherheit nicht mehr drin, aber musstest du da nochmal um deine Position fürchten oder glaubtest du nochmal fürchten zu müssen? Erzähl mal. Ja, also im ersten Rennen, der Start war eigentlich ganz okay, bloß hatte dann gleich in der zweiten oder dritten Runde einen Fehler gemacht und bin Dutzendteich irgendwie so leicht an der Leitplanke hängen geblieben und war dann bloß noch Fünfter oder so, konnte mich dann noch ein bisschen nach vorne arbeiten, hab dann schön mit Stefan gefightet, der dann leider durch einen Unfall zurückgefallen ist. Ja, ansonsten war ich natürlich mit Platz 2 sehr zufrieden im ersten Lauf und im zweiten Rennen war der Start top, also besser geht's nicht, gleich in der ersten Kurve auf 1 und hab dann immer geguckt so ein bisschen, wo ist Andrzej, und der hing so ein bisschen im Verkehr fest und dachte mir, jetzt ist die Chance ein bisschen Vorsprung rauszufahren, weil Andrzej ein Ticken schneller eigentlich immer ist, und von daher dachte ich, so viel Vorsprung wie möglich rausfahren, damit du Andrzej irgendwie hinter dir halten kannst, und hat bis zum Schluss funktioniert. Ja. Von der Grundspeed her ist Andrzej schneller oder nimmt sich das eigentlich nichts so wirklich was? Naja, also wir sind schon relativ eng beieinander, aber so das letzte Quäntchen ist Andrzej vielleicht ein Ticken schneller, wenn es drauf ankommt. Okay. Haben wir ja im Qualifying gesehen, also dass er da nochmal die Zeit rausgeholt hat, war mir fast klar, aber... Naja. Ja, mir auch. Okay, Andrzej mal lieber. Rennen 1, wollen wir nicht weiter drüber reden, das war Startziel, da gab es auch nichts dran zu pushen. Den Punkt aus dem Qualifying, das ist jetzt der, den du im Prinzip mitnimmst in die Meisterschaft, um dich noch ein bisschen von Alex absetzen zu können, aber es ist halt nur ein Punkt. Andrzej, erzähl ganz kurz, vor allem würde mich im zweiten Rennen interessieren, zweite Spitzkehre, also vor Ende erste Runde, hast du irgendein Auto getroffen, das war, glaube ich, ein bisschen, also aus meiner Sicht, ich würde es gerne mal aus deiner Sicht hören, wie war das, und dann erzähl mal einfach vom Rennen. Ja, wie schon gesagt, erste Rennen war super, ja, kann man nicht mehr zu sagen, zweites Rennen, da war ein bisschen unglücklich, dass ich da in so einem Pulk mit drin gehangen habe. Aber auch nochmal danke an Achim, dass er mich da durchgelassen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wen ich da berührt haben soll. Aber ja, muss ich mir nochmal angucken. Ja, musst du dir. In dem Getümmel kann man das sehen. Es war ein rot-schwarzes Auto. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es ein Online-Motorsport-Auto war. Aber ja, beim Innenreinstechen hast du den hinten so ein Ding mitgegeben. Aber egal. Ach, wir fahren hier Rennen. Mit dem Schöller S, kann das sein? Ja, war das im Schöller S? Nein, das war in der Spitzkehre. Aber den habe ich, glaube ich, nicht getroffen. Der hatte sie vor mir weggedreht. Ah, okay. Muss ich aber nochmal gucken, genau. Also aus meiner Sicht sah es so aus. Okay, ja, ist keine Frage. Gut. Ja, zweites Rennen konnte ich profitieren durch Stefan, seinen Dreher. Also sonst hätte ich nicht mehr geschafft, bis nach vorne zu kommen. Der war einfach schneller gewesen, das steht mal fest. Hätte er diesen Fehler nicht gemacht, ja, dann wäre er 100% jetzt Zweiter geworden. Von daher... ja, war schwierig, das Rennen heute, sehr, sehr schwierig.
auch an Sascha Engelhardt vorbeizukommen. Da erzählen wir mal ein bisschen was dazu. Ich meine, war sein erstes Rennen hier. Ja, na, auf der Strecke ist halt extrem schwierig zu überholen durch die vielen Bodenwellen und alles, und jeder hat irgendwo seine Bremspunkte, seine Linie, und ist einfach extrem schwierig hier zu überholen. Mhm. Und ja, keine Ahnung, ich konnte viel schneller, aber durch diese Fights waren meine Reifen nachher total fertig, ne? Also da konntest du nichts mehr mitmachen. Ja. Und ja, dann kam ich zum Glück noch. Ja, die sind, glaube ich, also der Stefan und der Jörg Kormani, die sind, glaube ich, irgendwie beim Überrunden, oder da war irgendein Unfall im Schöller S, und dadurch bin ich dann halt schnell rangekommen. Dann hatte der Jörg Kormani, soweit ich weiß, einen kleinen Fehler am Ausgang des Schöller S, und ja, da konnte ich gleich nutzen, konnte ich gleich vorbei. Ja, und der Stefan, der ist mal weiter abgehauen, aber dann, wie schon angesprochen, sein Fehler. Er hatte, ja, damit hat er mir im Grunde genommen den zweiten Platz geschenkt, weil aus eigener Kraft hätte ich nicht geschafft. Ja, ja, das ist ja auch mal ein Statement. Den Stefan hebe ich mir aber zum Schluss auf. Also sehr stark gefahren, also. Kommen wir mal zu Achim. Achim, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, du bist ja immer mit ganz vorne mit dabei. Dritter Platz, Podium. Hatten wir das diese Saison schon mal? Ja, zweite Mal jetzt, ja. Ja, zweite Mal jetzt, gut. Also ich sag mal, wie ist Feeling? Also ist es gut? Ist es mehr, als du erwartet hast, oder hast du dir eigentlich mehr ausgerechnet? Also ich hatte eigentlich den vierten Platz eingeplant, wenn der, ich weiß nicht, war der Stefan, der hat sich da vor mir weggedreht. Ich glaube, der Stefan war das. Ja. Und dadurch bin ich an ihm vorbeigekommen und ist dann wieder näher rangekommen nachher, aber ich glaube, der musste dann eine Runde vor Schluss in die Box, weil er kein Benzin mehr hat. Ja, genau. Also genau. Natürlich beim ersten Lauf ein super Start, war, glaube ich, direkt von 10 auf 5 oder sowas. Und dann konnte ich eigentlich den Platz halten. Ja, und hinten hat es immer schön gekracht, dann wurde der Abstand zu den Nachfolgenden immer ein bisschen größer und ich konnte eigentlich mein Rennen in Ruhe zu Ende fahren. Ne? Ja. Jetzt im zweiten Lauf muss ich den André leider vorbeilassen. Ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, wer mir da in die Karre reingefahren ist, hat den Aeroschaden, der ging dann auf der Geraden nicht mehr, kein Topspeed, dann habe ich den kaum lassen fahren, den kannst du eh nicht halten. Ja, okay. Ja. Ja gut, das fand ich nicht so gut. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er noch ein bisschen fight ist mit ihm, weil wir wollen ihn ja nicht so weit vorne sehen, ne? Wenn er die Meisterschaft anführt. Nein, gut, das ist natürlich. Der André, der fährt auch schon mal in eine Lücke rein, wo keine ist. Ja, haben wir aber auf der Strecke mit Sicherheit öfter gesehen. Ja, und deswegen ich denke, komm, lass lieber fahren, bevor wir uns noch hier gegenseitig in die Karre reinfahren. Ne? Okay. Gut, mein lieber Achim. Auch dir natürlich alles Gute und herzlichen Dank. Glückwunsch. Ja, und jetzt kommen wir mal zu meinem Lieblings Stefan. Und da muss ich mal ganz klar sagen, Stefan, also ich hatte dich heute hier mindestens zweimal auf dem Podest, wenn nicht sogar wenigstens einmal ganz vorne gesehen. Nach dem ersten Quali, was war im zweiten Quali? Wieso gingen die Zeiten nicht mehr? Also dir fehlten, glaube ich, 2 Zehntel auf deine Bestzeit. Ich meine, für die Pole hätte es nicht gereicht bei den achten, aber zumindest einen Platz weiter vorne hätte ich dich dann auf dem dritten Startplatz sehen können. Und wenn du zu dem Spritmangel was sagen willst, würde mich freuen, muss aber nicht. Ja, und dann kommen wir mach das erstmal, dann kommen wir zum zweiten Rennen. Boah, darf ich fluchen? Ich habe so die Fresse voll heute, ne? Was glaubst du gar nicht? Okay. Alter Schwede. Nee. Ja. Na, erzähl mal, mach mal von ganz vorne. Gut, also 49-0 war okay. Ein knappen Zehntel hinter den beiden, das war vollkommen okay. Auf Position 3. Also achso, du warst ja noch auf 3. Sorry, das war jetzt mein Fall. Ja. Das war jetzt so letzte Runde so nochmal. Ja, genau. Habe ich nochmal einen rausgeholt, ne? Ja. Ja, ansonsten glaube ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, immer da, wo irgendwo was los war, war ich. Mhm. Da stand einer, wer kommt um die Ecke? Der Garnitz. Wer trifft das Auto? Der Garnitz. Ja. Dementsprechend war dann auch mein Rennen. Naja, und zu dem Spritmangel. Ja, ausgerechnet hatte ich 48,75 Liter für 39 Runden. Ja, das hat dann aber auf 1 Liter nicht gereicht. Woran lag das? Also ich meine, rechnen kannst du ja eigentlich. Ja, das hat der Windows-Rechner gemacht. Also, ach so, okay, alles klar. Gut. Ja, zweites Rennen lief ja dann im Endergebnis etwas glücklicher, aber das hätte noch deutlich glücklicher sein können. Also war es jetzt einfach ein Fahrfehler oder wie kam es zustande? Ich habe ja leider den Dreher nicht gesehen.
Ja, zum Glück, weil normalerweise hast du das ja mal drauf, wenn ich sowas mache. keine Ahnung, irgendwie war das, weiß ich auch nicht, rausbeschleunigt, auf einmal ging das Auto weg und naja, dann war es halt zu spät und die Performance war da, die war auch da für P1, das habe ich ja gesehen, daher ärgert mich das eigentlich umso mehr, aber durch die ganzen Bodenwellen und die Strecke und so, da war das nicht ganz so lustig zu fahren. Aber ja, trotzdem, Gratulation an die Jungs, ne? Man muss ja auch erstmal heil durchkommen. Und das haben die gemacht und von daher sind sie auch verdient da, wo sie sind. Alles klar. So, dann sage ich euch allen hier nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zu den Erfolgen heute. Und wir sehen uns in 3 Wochen auf dem Nürburgring wieder. Und dann werden wir mal gucken. Das wird sicherlich auch nochmal eine ganz heiße Kiste auf der Kurzanbindung. Ich denke mal, da sehen wir auch jede Menge Action. Und trainiert nicht so viel und die Server bleiben jetzt erstmal 14 Tage aus und dann werden wir mal schauen, ne? Also, euch allen eine schöne Woche und wir sehen uns in Kürze wieder. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen auch als Wildcard im PMSC. Also, bis dahin, vielen, vielen Dank für die geile Action und ich wünsche euch nur das Beste. Tschüss.